Na, einige von euch wissen, dass ich meine eigene Payback-Reihe über Aline Bachmann angekündigt habe auf Instagram sowie in meinem Eisberg-Video. Leider ist jetzt etwas vorgefallen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, ich pack's nicht mehr. Ich schaff das einfach alles nicht mehr. Aline Bachmann hat wohl Wind davon bekommen und folglich provisorisch gehandelt. Sie hat mich erneut angezeigt. Leider muss ich zugeben, dass mir das psychisch einfach viel zu viel wird und ich nicht mehr kann. Ich weiß nicht mehr weiter, ich habe keine Kraft, noch einen Rechtsstreit. Es tut mir leid, die Payback-Reihe ist abgesagt. Kidding. Aline Bachmann verarscht schon wieder Krebskranke. Ach nee, falscher Kanal. Sie hat aus ihren Fehlern gelernt und dieses Mal nicht meinen Klarnamen veröffentlicht. Ist zwar eine Verbesserung, nur dass ich dieses Mal nicht verstehe, warum sie es überhaupt versucht. Es gibt effektiv keinen Grund dafür. Ich weiß nicht, was ich gemacht haben soll. Das kommt einfach komplett aus dem Nichts. Wahrscheinlich will sie wirklich provisorisch handeln, weil sie von meinen Paybacks mitbekommen hat. Aber meine gute Dame, damit machst du es nicht gerade besser. Wo wir dieses Bild hier gerade sehen, fällt mir so eine Sache auf. Aline, ich leg dir wirklich nahe, putz deine Zähne und pfleg deine Fingernägel. Das kannst du dir nicht ausdenken. Dieser und ein paar weitere Anzeigen thematisieren wir in einem eigenen Payback. Heute soll es darum gehen, dass Aline schon wieder eine krebskranke Frau terrorisiert. Es ist sogar noch schlimmer als bei den Malen davor. Ich bin auch nicht der Erste, der das Thema hier anspricht. Weitere Videos dazu sind unten verlinkt. Hält mich nicht davon ab, das nochmal aufzurollen. Meine Payback-Reihe soll ja immerhin vollständig sein. Und es ist sowieso nicht so lange her. Diese junge Frau hier ist Aicha. Sie ist 24 Jahre alt und leidet seit 2019 an einer extrem aggressiven Form von Blutkrebs. So aggressiv, dass sie eine Stammzellentransplantation von ihrem Bruder bekommen muss. Insgesamt zweimal musste sie das über sich ergehen lassen, um anschließend eine Graft-versus-Host-Erkrankung zu bekommen. Schweregrad 4. Das ist eine systemisch entzündliche Erkrankung, bedeutet, dass Organe derartig geschädigt werden können, dass es durchaus tödlich sein kann. Kurz gesagt, sie geht durch die absolute Hölle und hat Schmerzen bis zum geht nicht mehr und es wird einfach nicht besser. 4,5 Milligramm Morphium, weil es unerträglich ist am Tag. Amt zahlt nicht. Laufende Kosten sind trotzdem vorhanden. Nichtsdestotrotz kämpft sie. Sie ist echt ein verdammt starkes Mädchen. Wir können sie dabei unterstützen. Unten ist ihre GoFundMe-Seite verlinkt. Ich würde mich freuen, wenn einige von euch Support da lassen. Wie auch beim letzten Mal dachte sich Aline, dass Krebskranke unterstützen super Publicity, super nett und freundlich ist. Ne? Ohne vorher mit Aisha darüber zu sprechen, hat sie eine Spendenaktion gestartet und Geld für sie gesammelt. Wohlgemerkt, ohne vorher mit ihr jemals darüber geredet zu haben. Folgendes schreibt Praline. Ich beobachte sie schon sehr lange auf Instagram und ich finde ihre Einstellung klasse. Das finde ich auch. Sie kämpft, obwohl es für sie sehr hart ist. Sie ist noch so jung und an Krebs erkrankt. Sie baut andere Menschen auf, obwohl sie die meiste Energie und Kraft für sich selber braucht. Ja, und warum terrorisierst du sie dann? Kannst du mir das mal beantworten? Die meiste Zeit liegt sie im Krankenhaus. Ich möchte mit den Spenden ihr ermöglichen, kleine Träume von ihr zu erfüllen. Zum Beispiel hätte sie gerne eine PlayStation 5. Bitte unterstützt diese junge, positive Dame. Hört sich doch eigentlich ganz gut an. Naja, nachdem fast 600 Euro zusammengekommen sind, machte Aline gar nichts. Aisha hat zwar versucht, Aline immer wieder zu kontaktieren. Wie wir Aline kennen, hat sie die arme Frau aber komplett wegignoriert. Sie startet eine Spendenkampagne, um sie zu... Alle Kontaktversuche blieben erfolglos. Wenn sie doch selber sagt, dass sie Aisha schon lange auf Instagram beobachtet, kann sie doch keinem erzählen, sie aus den Augen verloren zu haben, vor allem wenn gerade eine Spendenkampagne für sie läuft, bei der auch noch ordentlich Geld reinkommt. Bei einer Fragerunde wurde dann bei Aisha nachgehakt, wie es denn aussieht wegen Alines Spendenaktion. Darauf antwortete sie, leider antwortet sie mir momentan nicht. Ich habe sie ein paar Mal angeschrieben. Aber falls ich es nicht bekommen sollte, sorge ich dafür, dass eure Spenden, die auf ihr Konto gingen, zurück an euch gehen. Keine Sorge. Diese Frau kämpft gerade um ihr Leben und geht durch die Hölle und muss sich dann noch darum kümmern, dass die Leute ihre Spenden zurückbekommen. Das... Mir fällt nichts an. Deshalb hat sie halt auch ein eigenes Spendenkonto. Da kommt das Geld direkt zu ihr. Also fassen wir zusammen. Aisha hat ein Spendenkonto für die Deckung der Kosten, die durch ihre Krebserkrankung anfallen. Aline will sie überraschen, aber anstatt ihren Link zu teilen, was Überraschung genug wäre und sogar noch effektiver, lässt sie die Gelder erstmal auf ihr eigenes Kampagnenkonto laufen. Nachdem sie die Spenden bekommen hat, passiert mal wieder gar nichts. Aisha hat von den Spenden nichts gesehen. Trotz dieses schlimmen Moves von A.Line bleibt Aisha super lieb und freundlich, obwohl sie jeden Grund gehabt hätte, sauer zu sein. Sauer ist sogar noch untertrieben. Na, könnt ihr ahnen, was jetzt passiert ist? Aline hat es gar nicht gefallen, dass Aisha auspackt und ihren eigenen Link bewirbt, denn nach dieser Story konnte sie sich auf einmal wieder melden. Da ging es plötzlich. Und wie hat sie sich gemeldet? Sich demütig entschuldigt und um Vergebung gebeten? Was war ihre Reaktion genau? Liebes Kino und Demut zeigen! Ah,
Sie hat sie bedroht und angefangen, Terror zu machen. Laut Quelle sagte Aline Folgendes. Wenn sie weiter Spenden für sich sammeln würde, wird sie Aisha beim Finanzamt melden, um zu kontrollieren, dass auch ja alles richtig versteuert wird. Und Aline macht, was sie immer macht. Sie fragt die krebskranke Frau, die um ihr Leben kämpft, die völlig am Ende ist, ob sie ihre Adresse denn freiwillig rausrückt, damit sie die Unterlassungsklage raushauen kann. Wofür genau? Dass sie denn Ghosting exposed hat? Oder dass die Spenden nicht bei ihr eingetroffen sind? Das ist doch alles so passiert. Du kannst Leute nicht für die Wahrheit verklagen. Dazu kommt noch die Drohung, dass Frau Lina Aishas Instagram-Profil löschen lassen wird. Instagram ist ihre wichtigste Plattform, um an die Spenden zu kommen, weil sonst die Kosten nicht mehr gedeckt werden können. Musst du dieses arme Mädchen wirklich noch damit bedrohen, ihr die einzige Möglichkeit, an Geld zu kommen, wegzunehmen? Ist das dein verfickter Ernst? Sie kämpft um ihr Überleben. Das ist selbst für sie ein neuer Meilenstein. Ich weiß nicht, ob es ihr bewusst ist, aber Psychoterror, Drohungen und enormer Stress sind beim Kampf gegen Krebs nicht gerade förderlich für die Genesung. Vor allem, wenn es sowieso gerade nicht gut aussieht. Und anstatt dass Aisha dir ihre volle Verachtung entgegenbringt, schreibt sie noch Folgendes. Aber lass doch normal reden. Sag mir meinen Fehler, ich entschuldige mich zur Not. Sie will sich noch entschuldigen, obwohl sie... Dieses Mädchen ist einfach so herzensgut. Es tut mir alles so unfassbar leid. Sie hat das alles nicht verdient. Sie hat diese Krankheit nicht verdient. Sie hat es nicht verdient, an dich zu geraten. Hinterher kam raus, dass es Probleme bei der Spendenseite gab und sie auf Eis gelegt wurde, vielleicht auch wegen zu vielen Meldungen. Aline hätte sich jetzt einfach entschuldigen können. Das hat sie auch angekündigt zu machen. Ist es denn passiert? Natürlich nicht. Und jetzt kommt der Kicker. Sie sammelt immer noch Spenden für sie. Und die Gelder sind nach meinem Wissensstand immer noch nicht zu Aisha oder zurück zu den Spendern gelangt. Hier seht ihr es eingeblendet. Sie möchte diese Spenden gar nicht mehr. Das hat sie so gesagt. Sie will einfach nur nicht, dass du die Gelder hast. Und die Geldgeber sollen es bitte zurückbekommen. Aisha hat sogar versucht, sich selber darum zu kümmern, obwohl sie gerade ganz andere Probleme hat. Und sie glaubte noch an dich. Mehrfach wurde sie gewarnt und entgegnete, dass du möglicherweise einfach nur versuchst, alles wieder gut zu machen. Schäm dich einfach nur. Du bist sowas von... Ah. Ich zeige euch jetzt nochmal Aishas Statement zu dem Vorfall zur Verfügung gestellt von DaVinci. Ihr Instagram-Account und ihr Spendenkonto sind wie gesagt oben verlinkt. Lasst bitte ganz viel Liebe da. Hört euch bitte an, was sie zu sagen hat. Wir hören uns dann beim nächsten Video und tschüss. Hi. Durch den Stress habe ich heute kaum Kraft. Aber es ist mir so wichtig, dass jeder weiß, ich wollte... diese Spende gar nicht, das war eine Überraschung von ihr und die 600 Euro sind mir auch gar nicht wichtig, ich will nur, dass jeder sein Geld zurückbekommt und dass die Spendenaktion von ihr aufgelöst wird. Ich selber habe eine Spendenaktion gestartet, weil mir Tausende von Leute geschrieben haben, dass Aline sowas schon mal gemacht hat. Ich habe immer wieder versucht, das Gute und Positive in Menschen zu finden und habe ihr vertraut. Und eigentlich wollte ich ihr auch nichts Böses. Nur als sie sich länger nicht gemeldet hat, habe ich halt versucht, sie zu kontaktieren und sie hat es gelesen und ignoriert. Und dann haben mir die Leute, die gespendet haben, leid getan. Und als mich dann Spender gefragt haben, was ist damit? Habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Aber Leute, spendet lieber auf mein privates Konto, weil ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann ist sie ausgeflippt. Mir ist es sehr, sehr wichtig, dass die Leute, die von Herzen diese 600 gespendet haben, diese zurückbekommen. Ich habe selber ein Spendenkonto. Es um die Zeit zu überbrücken, bis ich wieder gesund bin. Mir geht's nur um die Leute, die von Herzen, die vielleicht nur 5 Euro hatten, gespendet haben. Es gibt auch Leute, die mehr gespendet haben. Es gibt auch Freunde, die ich gesehen habe, die da reingespendet haben. Und ich will einfach nicht, dass das halt bei ihr bleibt. Sie reagiert extrem aggressiv, obwohl ich versuche normal mit ihr zu reden. Ich will keinem was Böses. Ich will nur klare Antworten. Sie hat sich mit meinem Post, weil ich den Leuten ein Frage-Antwort-Quiz gemacht habe,
hat sie sich angegriffen gefühlt, weil ich gesagt habe, ich höre momentan nichts von ihr. Ich kann es euch nicht sagen. Wenn ihr spenden wollt, spendet wieder bitte auf mein Spendenkonto, damit die Leute es sicherer haben, weil ich nichts mehr wusste. Und das ging komplett nach hinten los. Jetzt hat sie mir gedroht und meint, mein Profil löschen zu lassen, obwohl ich hier genügend zu kämpfen habe. Ich habe ihr gar nichts getan, im Gegenteil. Jeder, der mir geschrieben hat und mich vor ihr gewarnt hat, da habe ich sogar geschrieben, hey, vielleicht versucht sie alles gut zu machen. Gib ihr eine Chance. Gib dir eine Chance. Die Chance bekommst du von mir, Aline. Die bekommst du von mir.